So. Er greift zurück meinen Schildträger an. Der hält zum Glück ziemlich viel aus. Und weg ist der Ork. So. Gibt uns einen guten Bonus. Und wir können uns hier an die Ressourcen machen, die hier sind. So. Oh, hier wäre übrigens noch Gold. Graben wir uns so dahin. Hier mache ich mal kurz eine Unterbrechung. Damit mein Schildträger vor allem die Möglichkeit hat, sich auszuruhen. Wo sind denn eigentlich meine anderen Truppen? Einer ist hier. Einer geht da pennen. Der andere hinkt auch zum Pennen und der andere pennt. Okay. Nur meinen Schildträger kann ich nicht zum Schlafen schicken. So, Leitern. Und da ist eine ganze Menge Drachenblut. Das ist sehr schön. Das heißt, ich könnte dich dann gleich weiter upgraden. Du brauchst noch ein bisschen dich zu erholen oder einfach ein Level up. Du brauchst jede Menge Titan, um ein Scharfschütze zu werden. Vielleicht mache ich es in Zukunft wirklich so, dass ich die Speerträger einfach ziemlich hoch level. Weil als Speerträger sind sie eigentlich auch schon mal ziemlich gute Fernkämpfer. Also als Speerwerfer. Und ich sehe Titan. Ja, ich bin gierig gerade nach Titan. Und er ist schon mal Level 15. Ah, aber ich brauche noch 10 Mauerwerk. Und Mauerstein ist teuer. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass sie dem nächsten Bereich hier auch nochmal Mauerstein zu finden ist. Also grabe ich mal in den Bereich. Grab schon mal ganz leicht dezent in den Bereich. Mit meinen beiden Bergarbeitern. Ich könnte mir jetzt gerade überlegen, noch einen dritten Bergarbeiter anzufordern. Und das mache ich am besten auch. Also ja, genug Obsidian für den Grenadier hätte ich schon mal. Der macht jetzt da frei. Und
hier kann ich einfach schon mal irgendwie die Leiter platzieren. So. Da ist übrigens schön viel Gold wieder. So, zwei Punkte. Machen wir mal das, dass wir Stufe 2 komplett haben. Los, ich brauche noch ein bisschen Titan. Und ja, es gibt hier unten doch noch Titan. Nur gibt es auf der Map wohl ziemlich selten Titan. Was ich auch noch anzumerken habe, was das angeht. Die Ressourcen werden teilweise zufällig platziert. Was dem Ganzen aber auch so einen gewissen Touch gibt. Wow, hier ist wirklich viel Gold. Jawohl, gib mir das Drachenblut. Steht da eigentlich was Besonderes dabei? Das härteste bekannte Material. Okay. Hier wäre nochmal Platin und Obsidian. Und Titan. Armee. Ihr werdet gebraucht. So. Wichtig ist das Titan. Waren jetzt nur meine beiden Fernkämpfer beteiligt, oder was? Sie fasst dann auch raus. Wo ist mein zweiter Nahkämpfer? Pen. So, du wirst jetzt unsterblich. Und eigentlich wollte ich ja die Punkte für Heroismus aufsparen. So, bitte sag mir, dass da unten noch mehr Titan ist. Ja, es ist da unten noch mehr Titan. Und ich würde sagen, den einen Mauerstein, den kaufe ich einfach mal. Wir haben hier nämlich noch genug Platin und zur Not verkaufe ich Obsidian. Weil Obsidian brauchen wir nicht mehr so schnell. So, hast du deine Stufe erreicht? Nein, noch nicht. Du kannst aber schon mal zum Schildträger werden. Jetzt müsstest du, bräuchten wir nur noch 20 Drachenblut. Was wir uns niemals leisten können, wenn wir es so abbauen versuchen zu kaufen. Also müssen wir das Beste hoffen. Dass sich hier irgendwo noch Drachenblut versteckt. Gold haben wir ja genug. Oh, ach ja. Lücken füllen. So, so. So und so. Das erste. Könnten wir eigentlich jetzt bessere Holzpflanzen bauen? Hier. Ja, könnten wir. Die geben doppelt so viel Holz, sind aber fast mehr als doppelt so teuer. Apfelbäume. Nee, da tun es im Augenblick eigentlich die Radieschen ganz gut. Wo ist...
Mein dritter Soldat, der steht da rum und hat geschlafen. Geben wir dem auf jeden Fall nochmal Trainingsgeräte. Du brauchst Drachenblut und du brauchst Titan. Titan würde es da unten geben. Und hier halt. Was habe ich aufgedeckt? Ein Ork, der Titan bewacht. Sonst nichts Tolles. Und hier ist ein sehr großes Titanvorkommen. Wahrscheinlich wieder 3x3. Okay, der Ork geht in die richtige Richtung. Du kannst jetzt abgegradet werden. Wo ist mein letzter Zwerg? Du bist immer noch 14, aber das ändert sich hoffentlich bald. So. Ja, Titan haben wir genug jetzt. Und ja, der Scharfschütze macht wieder die komischen Geräusche. Ich sollte wirklich in Zukunft wirklich bei Speerwerfern bleiben. Und die dann auf Schützen upgraden. Nämlich genau jetzt. Grenadier. Und Musketier. Jawohl. Es fehlen nur noch die 20 Drachenblut. Mal gucken, ob wir die hier unten finden. Wenn nicht, dann müssen die halt so klarkommen. Hier unten wäre noch ein kleiner Raum. Den können wir allerdings wahrscheinlich ignorieren, so wie... den da drüben. So, hier kann ich jetzt auch zumachen. Und damit dürften dann bald alle Löcher bei uns gestopft sein. Das fällt irgendwie gar nicht so auf sein Geschrei, wenn man kein Headset auf dem Kopf hat und aufnimmt. Oh, da ist noch ein Haufen Fisch.